Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn wir besprechen hier auf dem Kanal alles rund um die Delta-Prüfung, das Studieren und den Studierfähigkeitstest. Also wenn du gerade kurz vor deiner Delta-Prüfung stehst oder deinen Traumstudienplatz bekommen möchtest und noch eine Bewerbung schreiben musst, dann bist du genau auf dem richtigen Kanal gelandet, denn das besprechen wir alles hier. Also lass auf jeden Fall ein Abo da, wenn dich das alles interessiert. Und ich habe hier heute was gefunden, was euch vielleicht auch interessieren könnte. Und zwar gibt es hier eine Seite von Testhelden. Und da kann man seinen Einstellungstest vorher online üben. Und das Ganze kostenlos für alle möglichen Berufsgruppen. Ihr seht das hier schon. Aber ich möchte heute einmal mit euch die Delta-Prüfung durchgehen. Und damit ihr einfach wisst, was euch dann in der Prüfung erwarten kann. Wir gehen hier auf Delta-Prüfung und dann geht es eigentlich auch schon direkt los. Natürlich ist es kein kompletter Einstellungstest. Wir haben hier ungefähr 13 Minuten Zeit für 30 Fragen, die aus allen möglichen Aufgabenbereichen kommen, die euch auch in der Delta-Prüfung erwarten können. Ich muss auch dazu sagen, ich werde die Fragen jetzt hier nicht beantworten, weil dafür haben wir jetzt nicht so viel Zeit. Ich gehe einfach mal mit euch durch, was für Aufgabentypen so drankommen können. Und natürlich ist es in der Delta-Prüfung so, dass viel euer Logik, aber auch Fach- und Allgemeinwissen abgefragt wird. Und deswegen müsst ihr in der ersten Frage eine Lücke füllen in Bezug auf dein Fach- und Allgemeinwissen. Für Israel ist die eine Technologie von nationaler Relevanz, da sie erst die Entsalzung von Meerwasser möglich macht. Ihr habt hier Multiple Choice 4 Auswahlmöglichkeiten und das müsst ihr einfach wissen. Dann geht es schon ins mathematisch-logische Denken. Wie viele gerade Ziffern werden links und rechts von ungeraden Ziffern umgeben? Hier habt ihr die Ziffernfolge. Ihr könnt bei Testhelden euch auch immer einen Tipp bzw. einen Lösungsweg anzeigen lassen und habt auch hier in dem Falle 4 Antwortmöglichkeiten. Hier geht es dann in die Logik, die vielleicht ein bisschen unlogisch erscheint, da die Frage ist, einige Tiere sind Säugetiere, alle Säugetiere sind rot, was folgt daraus? Natürlich ist klar, dass nicht alle Säugetiere rot sind, aber in diesem Konstrukt schon und deswegen müsst ihr mit dieser Logik arbeiten und an sie anknüpfen. Hier kommen wir zu einer sehr typischen Aufgabenstellung für die Delta-Prüfung und das sind die Matrizen. Und hier habt ihr eine Matrix, die ihr einfach lösen müsst. Natürlich ist es nicht so einfach, wie gesagt. Das kennt ihr vielleicht noch aus dem Abi oder aus dem Matheunterricht und ihr habt wieder 4 Antwortmöglichkeiten und könnt euch einen Tipp anzeigen lassen. Dann kommen wir schon in den Bereich der Zahlenreihen. Da müsst ihr einfach hier sagen, um welchen Faktor sich diese Zahlenreihe immer weiter verkleinert und eure Antwort selbst eingeben. Also diesmal ist es nicht Multiple Choice, sondern ihr müsst es selber wissen. Hier haben wir dann nochmal das Figurale. Logische Denken, ihr seht hier, ist ähnlich wie bei den Matrizen, nur halt ohne Zahlen. Ihr müsst einfach euch logisch erschließen können, in welches dieser Felder in das Feld mit dem Fragezeichen gehört. Das Gleiche auch nochmal hier nur anders dargestellt. Ihr dürft auch nicht vergessen, dass natürlich im Einstellungstest auch nochmal eine komplett andere Darstellung kommen kann. Denn natürlich geht es darum zu überprüfen, ob du die logischen Denkansätze verstanden hast und nicht, ob du die Bilder auswendig gelernt hast. Hier auch nochmal eine Frage zum Allgemeinwissen, aber auch zur Grammatik und Rechtschreibung. Deine Aussage wird negiert. Was ist damit gemeint? Hier wieder 4 Antwortmöglichkeiten. Hier haben wir eine normale Textaufgabe, die kennen wir auch noch aus der Schule. Diese ist jetzt natürlich in Bezug auf Physik. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, auf welche Art von Studium du dich bewirbst. Die nächste Aufgabe ist wieder eine aus dem Bereich Grammatik, Rechtschreibung, Allgemeinwissen. Du musst sagen, welches Wort passt, um diese Aussage hier zu bestätigen. Auch hier nochmal eine andere Darstellung von dem Aufgabentyp, den wir auch vorhin schon mehrmals gesehen haben. Hier kommen wir dann in die Logik in Bezug auf Symbole. Du musst sagen, welcher Kreis fehlt und musst diesen beschreiben und die richtige Antwort auswählen. Auch hier nochmal die Frage, ob du dich mit deutscher Sprache gut auskennst. Das gleiche auch nochmal hier. Ich wähle das passende Synonym aus. Dafür musst du erstmal wissen, was ein Synonym ist und was das passende Synonym für adäquat ist. Auch hier nochmal eine Art von Matrix, nur mit Symbolen. Es wird natürlich immer schwieriger und immer abstrakter, aber trotzdem, wenn du einmal in dieses Verständnis reingekommen bist, dann kannst du das auch relativ gut lösen. Das gleiche gilt auch nochmal für diese Art der Darstellung. Und die letzte Frage ist nochmal eine Zahlenreihe, was wir vorhin auch schon mal gesehen haben. Um welchen Faktor verändert sich diese Zahlenreihe? Ihr dürft natürlich auch nicht vergessen, dass im Einstellungstest kein Taschenrechner erlaubt ist. Deswegen müsst ihr auch einfach die Art des Aufgabentypes verstehen, trainieren und euch intensiv darauf vorbereiten. Dann gehen wir auf Ergebnis anzeigen. Ich habe jetzt natürlich keine Antwort gegeben, deswegen wird mein Ergebnis nicht so gut sein. Wenn wir auf Ergebnis anzeigen gehen, dann kommen wir hier auf diese Seite. Da können wir unsere E-Mail-Adresse angeben, um alle Fragen inklusive der Lösungen auch nochmal per Mail zu erhalten. Dann kannst du auch im Nachhinein das nochmal für dich selber auswerten. Wir gehen auf Weiter und dann erfahren wir hier unsere Ergebnisse. Alle Fragen, die
gestellt worden sind, nochmal aufgezeigt. Man sieht, was man geantwortet hat, ob das richtig oder falsch war, was die richtige Antwort gewesen wäre und teilweise natürlich auch, wie man auf die richtige Antwort kommt, beispielsweise hier. Dann, wenn wir das alles durchgeschaut haben, gehen wir auf Jetzt Vorbereitungspaket sichern. Und dann kommen wir hier auf die Seite vom Testtrainer von Testhelden zur Delta-Prüfung. Und wenn ihr eure Vorbereitung auf den Einstellungstest wirklich ernst nehmt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall einen Testtrainer, wie beispielsweise den hier von Testhelden, zulegen. Denn hier habt ihr mehrere Vorteile. Ihr könnt zum einen alle möglichen Aufgabentypen, die ihr gerade eben gesehen habt, nochmal intensiv üben. Es gibt natürlich noch viel mehr Aufgabentypen, die einen in der Delta-Prüfung erwarten. Das bedeutet, ihr bekommt alle kompakt auf einen Blick. Es gibt zu jedem Aufgabentyp mehrere hundert Aufgaben, die immer wieder durchwechseln. Es gibt Videokurse, es gibt aktuelle Erfahrungsberichte. Ihr könnt euch mit Experten austauschen, wenn ihr beispielsweise eine Frage zu einer Aufgabe oder zu eurem Produkt habt. Ihr könnt Teil der Testhelden-Community werden, wo ihr euch mit anderen Bewerbern über die anstehende Delta-Prüfung austauschen könnt. Ihr habt die Auswahl aus drei verschiedenen Komplettpaketen, wo natürlich je nachdem auch mehr Inhalte vorhanden sind. Also ihr seht schon, das ist auf jeden Fall die perfekte Art, sich auf die Delta-Prüfung bzw. auf den Studierfähigkeitstest vorzubereiten. Ich packe euch den Link zu diesem Testtrainer auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Lasst mir auch gerne in den Kommentaren ein bisschen Feedback da oder gebt Bescheid, wenn ihr irgendeine Frage dazu habt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dran geblieben seid und ich wünsche euch viel Erfolg in der Delta-Prüfung.